Hallo zusammen, heute geht es um die Sofian SP33 in der V3, also der dritten Version. Und um das Ganze vorwegzunehmen, die Lampe kostet regulär 60 Euro. Mir wurde allerdings zugesagt, dass ich einen Gutscheincode für euch bekommen werde, der um die 30% geben wird. Dann kostet die Lampe ca. 42 Euro. Ich habe den Gutscheincode noch nicht, also ich kann euch nicht sagen, die genaue Summe, die werde ich dann in der Infobox reinschreiben, genauso wie den Gutscheincode, aber so grob 42 Euro sollten das dann sein. Und das Witzige ist, mit dem Gutscheincode gibt es die Lampe dann 1 Euro günstiger als die alte Version, also die SP33 in Anführungszeichen V2. Unterschiede zwischen der V3 und der Vorgängerversion. Hier haben wir 3.500 Lumen, die Vorgängerversion hatte 2.500 Lumen, also 1.000 Lumen mehr. Zusätzlich hatte die alte Version noch ein externes Ladegerät. Hier hat die Lampe einen USB-C-Stecker, also der Akku kann in der Lampe direkt aufgeladen werden. Und ein weiterer Unterschied ist, dass bei der noch ein Ramping-Mode dazugekommen ist. Also es gibt nicht mehr nur Low, Medium, High, sondern es gibt auch noch die Option, in einen Ramping-Modus zu wechseln. Die Option mit dem Low, Medium, High bleibt natürlich bestehen, aber so hat man die Wahl halt, ob man den Ramping-Mode benutzt oder die Gruppe mit dem Ramping-Mode oder halt nicht. Ja, die technischen Daten vielleicht mal ganz kurz. Die Lampe hat im niedrigsten Modus 1 Lumen, also im richtig schönen Moonlight-Modus, und im Turbo-Modus sind es 3.500 Lumen. Das Ganze wird realisiert mit einer XHP 50.2. Reichweite sind angegeben 273 Meter und 18.666 Candela. Und die Lampe regelt temperaturbedingt hoch oder runter. Das heißt, wenn es zu warm wird, regelt sie runter. Ich glaube, da waren 50, 60 und 70 Grad angegeben. In dem Bereich wird gemessen und reagiert. Und wenn die Temperatur das dann zulässt, zum Beispiel wenn man sie am Fahrrad hat und der Luftstrom die dann kühlt, dann regelt sie halt wieder hoch. Also ganz nette Lösung. Und Kelvin-Werte sind angegeben 6000 bis 6500. Da hatte ich 6100 mit meiner Kamera gemessen. Das Bild blende ich euch mal gleich ein. Ich habe auch einen Grünstich gemessen, und zwar von 2. Das könnte ich vielleicht sogar mal als Referenz verwenden. Also 0 wäre so ein Traumwert, 1 ist ein ganz leichter Grünstich, 2 ist schon sichtbar und das geht dann hoch bis 6. Ich messe das halt immer mit meiner Kamera und werde dann in Zukunft auch immer das Foto, oder immer wenn ich dran denke, das Foto für euch einblenden. Dann haben wir hier einen Orange-Peel-Reflektor, eine bisschen tiefer sitzende LED und damit eine sehr homogene, sehr schöne, gleichmäßige Ausleuchtung. Da wird es gleich ein paar Praxisaufnahmen geben. Ich kann euch aber erstmal hier probieren zu zeigen, die Ausleuchtung. Ganz grob, also man sieht hier einen gewissen Spill außenrum, dann einen gewissen Spot, aber halt einen sehr schönen, so, ich brauche irgendwas zum Fokussieren, die Kamera, also dann noch einen schönen Spot und einen sehr schönen homogenen Übergang, aber ich denke, da sieht man auch ganz gut, dass es einen Farbstich hat, also beim Spill jetzt nicht, aber so in der Mitte der Spot, der hat einen grünen Stich und zwar ein bisschen mehr, als dieser Wert von 2 vermuten lassen würde, aber ich habe den Test ein paar Mal wiederholt, also die Kamera bleibt bei 2 und damit ist es im Verhältnis zu einigen anderen Lampen doch ein okay guter Farbstich oder Grünstich, also so, dass es vermutlich den meisten nicht auffallen wird oder einigen nicht auffallen wird. Die Linse hier vorne ist aus gehärtetem Mineralglas. Aufgeladen wird sie über USB-C. Das hatte ich ja schon gesagt. Da wird auch ein Kabel mitgeliefert. Das werde ich euch gleich noch zeigen im Lieferumfang. Aufgeladen wird übrigens mit 1,5 Ampere, also so mittelmäßig schnell. 2 Ampere wären besser gewesen. Ich benutze allerdings für meine OLED-Lampen 1 Ampere, das 1 Ampere Ladegerät. Also man kann es schon machen. Allerdings ist hier ein 26650er Akku drin, der doch relativ groß ist und mit 5500 mAh auch ein bisschen länger zum Laden braucht. Also ich will da jetzt nicht wirklich einen Kritikpunkt draußen machen, aber 2 Ampere wären schöner gewesen, aber es geht auch schon in Ordnung. Gewicht 230 Gramm, das ist schon ein bisschen was. Geht aber noch in Ordnung. Ich meine, hier hat man einen fetten Akku drin, der braucht halt ein bisschen, ja, wiegt halt ein bisschen was, zum großen Akku. Den zeige ich euch am besten auch gleich mal. Also das geht schon in Ordnung, wenn die da ein bisschen was wiegt, weil so an sich die Lampe, die ist wirklich richtig schön leicht. Das Gewicht kommt zum großen Teil oder zur Hälfte durch den Akku und dann passt das auch. Länge 12,7 cm Akku, hatte ich ja schon gesagt, 26650 mit 5.500 mAh. Optional, und das gefällt mir richtig gut, kann man auch noch einen 21.700er verwenden oder einen 18650er, und dafür wird dann dieses Batterierohr hier mitgeliefert, dann passt es auch hier rein und wackelt nicht so drin rum. Und wenn ich schon beim Thema drin rumwackeln bin, ganz leicht wackelt es, eher so in der Richtung, also seitlich jetzt nicht. Da hört man es jetzt ein bisschen, das geht, könnte aber auch ein bisschen besser sitzen. Gerade wenn ich schon den größten Akku drin habe, hätte ich jetzt gedacht, dass ich gar nichts höre, aber ja, geht schon in Ordnung. Es hat auch noch, es sind noch zwei Federn verbaut, und zwar hier vorne ist eine und man kann sie auch hinten noch aufschrauben, das mache ich dann, um euch das besser zeigen zu können. Hier hinten ist auch noch eine Feder, also gut gefederter Akku im Prinzip.
nur seitlich hat er halt ein bisschen spielen. Ja, was gibt es sonst noch zu sagen? Im Schalter hier drin von, da ist eine LED verbaut und gucken, ob ich die... Ist das ein bisschen heller hier? Also man, normalerweise sieht man es. Kann sein, dass man es jetzt in dem Video tatsächlich nicht sehen wird. Durchs Display sehe ich es zumindest nicht. Die leuchtet blau, wenn der Akku voll ist. Und wenn der Akku ein bisschen leerer ist, dann leuchtet sie rot. Also wenn es niedrig ist laut Handbuch. Und wenn es kritisch ist, blinkt sie rot. Ja, und bei unter 2,6 Volt geht sie automatisch aus. Finde ich fast ein bisschen zu wenig. Also ich finde, 2,8 Volt wäre ein bisschen sicherer gewesen. 2,6 Volt ist mir schon ein bisschen zu nah an 2,5 Volt. Aber wenn es präzise funktioniert, gut, warum nicht? Ja, ich habe ein paar Praxisaufnahmen gemacht. Das hatte ich ja schon angesprochen. Die blende ich euch mal gleich ein. Und da sieht man auch ganz gut, dass sie einen recht guten Übergang zwischen Spot und Spill hat. Also einen sehr homogenen Übergang. Sehr schönes Lichtbild. Gefällt mir sehr, sehr gut. Die Lampe ist damit allerdings eher für den Nahbereich gedacht, also für den mittleren bis Nahbereich. Also so im Bereich Wandern, Zelten, Campingwagen, Vanlife, so in der Richtung sehe ich die. Oder wenn man abends mit dem Hund rausgeht. Also ich würde sagen, ideal ist im Bereich 1 Meter bis 10 Meter, so in der Größenordnung. Geht natürlich auch noch im Bereich 15 oder 20 Meter, aber das ist nicht wirklich so, dass man damit wahnsinnige Reichweiten machen könnte. Durch die 3.500 Lumen kommt man schon ein bisschen weiter, als man eigentlich vermuten würde. Also so im Bereich 100 Metern sieht man auch noch Sachen, aber bei 3.500 Lumen, da wird sie schon richtig schnell heiß und das wird der Akku auch nicht lange mitmachen. Wie gesagt, geht auch ein bisschen mehr, aber schon jetzt merke ich hier bei der linken Hand definitiv schon die Hitze. Rechts geht es noch, aber spätestens nach 1 bis 2 Minuten wird die schon wirklich warm. Würde dann zwar runterregeln, aber... ist ja nicht ideal, wenn diese Knalle heiß wird. Kommen wir zu der Bedienung, und zwar als erstes in dem Zustand, wo sie ausgeliefert wird, mit den 3 Helligkeitsstufen. Das heißt, ich schalte sie ein und wenn ich gedrückt halte, zähle ich durch zwischen Low, Medium, High. Und mit einem Doppelklick komme ich in den Turbo und mit einem Vierfachklick komme ich in den, ein Dreifachklick komme ich in den Strobe. Sie hat Memory-Modus, das habe ich ja schon gesagt. Und wenn ich jetzt 4-mal drücke, dann wechsle ich in den Ramping-Modus. Und das wird mit 2-mal Blinken quittiert. Und wenn ich dann gedrückt halte, zappt sie hoch und zappt sie runter. Und wenn sie ganz oben angekommen ist, blinkt sie kurz. Und wenn sie ganz unten ist, blinkt sie auch kurz. Ich kann mit einem Vierfachklick, wenn sie aus ist, die Lampe sperren. Das heißt, sie geht dann nicht an und blinkt einfach 2-mal, um zu zeigen, dass sie in dem Lockout-Modus ist, also in dem Sicherungsmodus. Ich kann sie allerdings auch einfach hinten aufdrehen. Das funktioniert genauso gut. Ich gehe mal ein bisschen in den höheren Modus, dass ihr das seht. So. Das heißt, wenn ich sie hinten aufdrehe, geht sie aus. Das heißt, ich kann sie damit auch genauso gut sichern. Ist halt schön, wenn man 2 Optionen hat, wenn man sie hinten aufdrehen kann, wenn man sie hier ausschalten kann über den Knopf. Ich persönlich drehe das hier hinten auf. Das finde ich ein bisschen sicherer und es ist auch schneller gemacht, als 4-mal zu drücken. Und im Zweifelsfall habe ich sie dann auch schneller wieder funktionsfähig. Also zack und schon geht sie wieder an. Kommen wir zu den Pro- und Kontrapunkten. Das Erste, was mir richtig gut gefällt, ist der Preis. 60 Euro bzw. aktuell 42 Euro. Mit Akku-Ladeoption, also in der Lampe drin, gefällt mir richtig gut. Was mir auch gut gefällt, ist, dass man einen Ramping-Modus hat. Das heißt, ich kann dann einfach die Helligkeit genauso wählen, wie ich gerade Lust habe. Wenn ich ein bisschen weniger brauche, kann ich das gezielt so hell machen, wie ich brauche. Und muss auch nicht eine hellere Stufe nehmen, als ich eigentlich bräuchte und habe dann einen niedrigeren Stromverbrauch. Was mir auch gut gefällt, ist mit dem Aufladen direkt in der Lampe über USB-C. USB-C ist auch ziemlich zukunftsorientiert. Das gefällt mir sehr gut. Was mir nicht so gut gefällt, ist, dass es nur mit dem Ladekabel geht auf USB-A, also USB-C auf USB-A. Ich habe es mit meinem MacBook-Ladegerät funktioniert, das hat USB-C auf USB-C. Das lädt die Lampe nicht auf, das gefällt mir nicht so gut. Was mir auch nicht so gut gefällt, ist, dass kein Holster dabei ist. Die Lampe ist schon relativ groß. Ich meine, die kann man auch in der Jackentasche mitnehmen, vielleicht auch noch in der Hosentasche gerade so. Aber ein Holster wäre vielleicht für den einen oder anderen doch ganz interessant gewesen. Muss ja nichts Hochwertiges sein, aber so ein kleines Holster und dann meinetwegen 1-2 Euro mehr. Hätte mir ganz gut gefallen. Und als Letztes, das Design, das geht schon in Ordnung. Ich meine, schwarz von Silber, Orange Spielreflektor, das sieht schon ganz okay aus. Aber ich muss sagen, in einer farbigen Version wie hier die OLED Seeker 2, das hätte mir schon besser gefallen, also so eine richtig schöne knallige Farbe. Der Vergleich ist natürlich ein bisschen unfair, weil die 3-mal so viel kostet, aber ich meine, wenn es um farbige Versionen geht, kann man auch bei Convoy schauen. Da kriegt man eine kleine 18650er Lampe für 15 Euro in einigen Fashion-Farben. Also das ist definitiv machbar und ich würde mir wünschen, dass Sofian mal ein paar farbige Versionen rausbringt. Grundsätzlich ist auch der Vergleich nicht nur wegen dem Preis unfair, sondern auch, weil das eine andere Lampenart ist. Hier habe ich 3 LEDs drin, ich habe eine Tieroptik, hier habe ich einen Orange-Spielreflektor, habe eine große LED drin, eine 21700er Akku und hier einen 26650er Akku, also schon eine andere Lampenklasse. Ich persönlich würde mir trotzdem die OLED kaufen, auch wenn sie ein ganzes Stückchen teurer ist. Die wirkt nochmal ein bisschen
wertiger, die wirkt ein bisschen robuster vielleicht sogar noch. Also meine Wahl wäre das hier, aber ich kann auch verstehen, wenn jemand sagt, er möchte nicht so viel Geld ausgeben, dass es nur eine Taschenlampe ist, die ab und zu mal beim Zelten oder sowas mitnimmt, dann würde ich sagen, kauf die Sofian, das passt schon. Die geht absolut in Ordnung. Wenn man halt ein bisschen mehr Wert auf Qualität legt, das ein bisschen Spaß einem noch macht und man sich daran erfreut, dass man was Hochwertigeres hat, dann würde ich sagen, ein bisschen mehr Geld in die Hand nehmen und die OLED Seeker 2 hier kaufen. Das ist eine ganz sinnvolle Alternative. Natürlich, ja. Preislich nochmal eine ganz andere Hausnummer. Den Verpackungsumfang, Lieferungsumfang, den wollte ich euch ja noch zeigen. Also es kommt mit so ein kleines Rohr für den 18650er Akku. Dann kommt das Ladekabel mit USB-C auf USB-A. Dann kommen Ersatzohrringe mit dazu, ein Lanyard kommt mit dazu, das Handbuch kommt mit dazu und eine Verpackung. Pappkarton, einfach gehalten, nichts Besonderes, aber das passt bei dem Preis. Und im Handbuch kann ich euch nochmal die Helligkeitsstufen zeigen, also im niedrigsten Modus 1 Lumen. Laufzeit 31 Tage, im Low-Modus 150 Lumen, Laufzeit 26 Stunden und 36 Minuten, im mittleren Modus 450 Lumen für 9 Stunden und 21 Minuten, im hohen Modus 1600 Lumen für 2 Stunden und 21 Minuten und im Turbo 3500 Lumen für 1 Stunde und 53 Minuten, also knapp 2 Stunden im Turbo-Modus, also schon richtig lange, richtig viel, aber wie gesagt, sie regelt dann relativ zügig runter, weil sie zu heiß wird. Und hier 18.666 Candela, 1 Meter sturzsicher und IPX8 bis 2 Meter Tauchtiefe, maximal 2 Ampere zum Aufladen. Allerdings kommen laut Handbuch, irgendwo steht es noch, nur 1,5 Ampere an. So, ich habe es gefunden. Also hier stehen ja 2 Ampere, aber 3 Seiten weiter steht, dass das hier nur der Eingangsstrom ist und aufladen tut es tatsächlich nur mit 1,5 Ampere. Aber das geht ja auch in Ordnung, dann wartet man halt ein bisschen länger und bei dem Preis kann man auch nicht unbedingt erwarten, dass das Teuerste vom Teuersten verbaut ist. So, das soll es auch schon wieder gewesen sein. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich über ein Abo freuen. Macht's gut und bis zum nächsten Mal.